So Leute, da sind wir wieder bei Fire Emblem Pass of Radiance in Kapitel 26. Ich wollte gerade sagen 27. Mensch, hab ich ja voll den Fehler mitgemacht. Ja. Hättet ihr mich ja für ausgelacht. Ja, beim letzten Mal ist uns ja die liebe Lindsay gestorben. Das tut uns alle furchtbar leid. Und deswegen, weil sie so unnütz ist und man sie für das Kapitel nicht vorstellt, ist sie einfach mal in die Ecke. So, da kann ja nichts passieren. Sind wir vielleicht mal ein bisschen schlauer. So, Volker, der möchte gerne Assassine... Geht jetzt erstmal töten, sofern er das denn schafft. Danke. Naja, auch wenn Volker eigentlich eine Einheit ist, die die kritischen Treffer braucht, um zu gewinnen, ist er da eigentlich relativ zuverlässig mit. Ich mag ihn auch so als Charakter ziemlich gerne. Ich glaube, das lasse ich wieder. Also nicht aufwendig zu mögen, sondern ich will falsch mit dir. Und ich hab mal Joffreys Kriegerlanze entwendet und an Gatrin weitergegeben. Weil so moins. Damit er mal in Zukunft ein bisschen Amok laufen kann. Auch unter anderem um seine geringe Geschwindigkeit zu kompensieren. Ja, alle steht hier im Zeichen der Geschwindigkeit. Ich weiß, ich weiß. Weil ja, seinen Gegner nicht stoppen zu können, ist echt kacke. Das mag ich nicht. Also ich bin auch echt einer der der Spieler, die so arbeiten, dass die Charaktere möglichst doppeln. Ich nehme auch meist Charaktere mit oder bevorzuge Charaktere lieber gegenüber anderen, die doppeln können, weil ich das einfach lieber mag, einen Gegner sofort zu besiegen, als zu warten. Doch, ich schicke ihn. Ah ne, das ist ja der Bogenschütze. Ich wollte gerade in den Busch stellen, Jana. Ich stelle ihn da hin. So, in den Busch. Diesmal bin ich vorsichtiger. Dieses Mal wird mir das nicht passieren. Bin gespannt. Ja, und gleich wieder gegen Owain. Nee, so haben wir das gerne. Damit krieg ich das auch noch so um die 400 Parts lang. Oh ja. Irgendwie. Guckt sie dann aber keine mehr an. Nee. Das müssten wir dann schon mit was anderem kompensieren. Irgendwie mit super tollen Gewinnspielen, Features oder whatever. So bei jedem, der Hofer ein Gewinnspiel, oh, wir würden haben werden. Oh ja. Das ist ja immer noch so ein Kacklevel. Schön, dass sich einige Sachen nie ändern. Sie es aber könnten. Ja. Das heißt aber noch nicht, dass sie das müssen. So. Oder werden. Oder werden. Ja, oder werden. Das weiß man erst, wenn es zu spät ist. Ich finde es so nett, dass die Gegner immer so in Grüppchen geordnet sind. Ja, stimmt. Das ist ziemlich nett. So, und dies. Und dann sind wir gleich nochmal. Ja, mit der Kriegerlanze kann Gabriel mich endlich diese blöden Schwertmeister doppeln. Ziemlich praktisch. Na ja, gut, dass der nicht irgendwie böse ist. Unser kleiner Huhn. Unser kleiner Huhn. Ey, mein Deutsch ist mal wieder so genial. Sei gut. Dieser Kamm da oben. So. Weißt du, der erinnert mich immer so ein bisschen an so einen Hahn. Weißt du? Ja, ich würde dich schon. Oh, ich finde das Tomahawk echt schön. Passt zu Oscar. Ich darf ja an dem Let's Play nichts essen. Ich schneide das raus. Ach, oh mein, mich kannst du nicht rausschneiden. Nee, weil man du manchmal kaufst, während ich rede. Ah. Ist ja nicht so, dass du immer in den Pausen kaufst. Weißt du so, ich rede, hältst du so, steinerst du so in der Luft oder was? Ja, natürlich. Kann ich sehr gut. Ja, machst du jeden Tag. Mhm. Bloß blöd, wenn ich springe. Aha. Obwohl, manchmal machst du das auch und dann glitschst du in der Luft fest und kannst in der Luft laufen. Oh Mann. Ist das dämlich hier? Oh ja. In das Leben ein Videospiel wäre. Ja, es wäre toll, wenn man Bugs ausnutzen könnte. Bugs im Leben. Ich glaube, bei meinem Glück wäre ich schon längst durch so einen Boden geglitscht oder so. Ja. Versuch das mit Ziel abzutreffen. Es wird dir nicht gelingen. Und jetzt komm da runter, du Tiger. Ah, wir sind wieder dran. Ich habe mir wieder keinen Timer gestellt. Erinnere mich gleich mal, dass ich das unbedingt wieder mache, weil mein Handy ist so weit weg von mir.
Das ist nicht griffbereit. So, an dir schon griffbereit, aber. Ich wollte gerade sagen, das liegt doch da neben dir. Ich bin immer zu faul, das anzumachen, oder ich denke dran. Du brauchst doch nicht zu beschweren. Ja. Obwohl, früher haben wir auch immer ohne Timer aufgenommen. Beziehungsweise echt. Und da hat das auch immer geklappt. Ja. Also bis jetzt wohl auch klappen. Ja, du hast ja auch nur einen Timer da angehabt, als ich gezockt habe. Ja, weil es ist ja ein bisschen doof, wenn du da zockst und dann gucken musst, so, hey, bei welcher Minute bin ich jetzt? Oh, scheiße, Game Over. Yeah. Das ist ziemlich kacke. Und wenn das schon soweit ist, dass du zockst und ich zugucke, dann sollten wir zumindest so gerecht sein, dass ich das auch mache. Ja, ja. Ich meinte ja nur, dass du ja rein theoretisch keinen Timer brauchst, weil ich ja nicht zocke. Ja. Du kannst aber zocken, wenn du willst. Nö, nö. Auch du kannst gerne mal das Gamepad in der Hand haben. Du machst das schon ganz toll. Oh, das ist immer so lieb, dass du mir das sagst. In Wirklichkeit denkst du wahrscheinlich, ja, ja, gib, 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 gib. Was? Nein. Und willst nur nicht so, so selbstsüchtig rüberkommen. Es gibt ja Leute, die so sind. Weißt du, die wirklich nie ihre Meinung sagen können, weil sie immer Angst haben, dem Gegenüber irgendwie zu beleidigen. Oder dass der einen dann nicht mehr mag. Ja, du machst das schon. No. Läuft. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Arya von hier im Pass of Radiance von gelb zu rot wird und in Regent Dawn von rot zu gelb? Nee. Das ist total lustig. Ist mir letztens beim Spielen aufgefallen. Ich freue mich schon auf Barry. Alter, das ist doch gut. Voll die mit einer Silberlanze macht sie 15x2. 16x2. Wofür nehme ich das Ding mit? Das lohnt sich ja so ein bisschen gar nicht. Das stimmt. Das ist also ziemlich bescheuert. Panne? Das auch. Ey, Volker, da steht kein Gegner. Ui! Ich verwirre ihn mit meinem Lauf. Zick, zack, zick, zack, zick, zick. So, du blöder Langbogen-Typi. Ja, vor allem, dass der gekrittet hat. Da komme ich gar nicht drauf klar. So oft kritten die Gegner jetzt auch nicht. Was soll jetzt hier? Dann denken sie auch so, Zirk, ich glaube, ich kritte mal. Bei einer Wahrscheinlichkeit von 88, hast du daneben gehauen. Ist ein bisschen... Arm. Hätte es nicht ein EP mehr geben können, zwei. Durch Elite hätte sie zwei gekriegt. So, zäh. Oh, um den da muss ich mich auch noch kümmern. Passt. Hoffe ich. Ja, es passt. Es ist wie beim letzten Mal. Ist der Schwert lang? Das Ding ist ja fast so groß wie er lang. Ist das Ding ist so lang wie er groß ist? So. Schlauer fast. Wieso hast du ihn mit Ei gestoßen? Weil ich ihn eigentlich, ich hatte total doof gedacht. Ich wollte ihn irgendwie zwei vorwärts laufen lassen und dann mit Jana stoßen und das ist ja, irgendwie, das geht ja gar nicht. Du hättest Jana vorhin auch noch Nee, ich hatte einen Denkfehler drin. Außerdem wollte ich das Recht, sondern der Level abkriegt. Da. Beruhigt. Ich wollte sagen, letztens hast du auch Elfen genommen. Ja, aber es wird nämlich Feuer, weil ich Feuerung jetzt Rot lieber mag. Ja, aber ich glaube, so immer Grün ein bisschen lieber. Ich finde, wenn du dafür stehst, jetzt morgen für das Surfen. Tja. Wird nur so das Wasser und das Blätter drunter. Warte, lieber meinen Arm so unlustig. Ich mag mich nicht lustig, es ist mir nur so mal so aufgefallen. Mein Arm so rum. Der tut da auch nur seinen Job. Und das gut, möchte man meinen. Wollte gerade sagen, besser als manch andere. Nicht alle, hieß sie noch. Ja? Ich wollte gerade sagen, Elincia. Ja, ja. Elincia hat auch einen scheiß Job gemacht, davon abgesehen. Hua! Oh, da steht ja noch. Bin ich auch voll aufgespielt. Jetzt weiß ich, warum das Rittertod heißt. Eigentlich muss das Ritter plus Pferd tot heißen. Ja, komplett tot. Kompakt tot. Der Tod kommt immer kompakt. So, jetzt aber.
Ja, Effektivitätswaffen machen das Leben sehr leicht. Wenn er damit rumschwingt, dann kriegt man ja richtig Angst. Ja. Ich schon bevor der verliert, dass man mal rumschwingt, so, hey, wo ist meine Ab? Oh, das war ich. Oh, Entschuldigung. Leute, ja, sag guck mal. Game over. Fuck. Fuh. Ah. Ja, der ist so die relativ geringste Gefahr für Rayson. Der macht 25. Drei Schaden. Man möchte meinen, das ist zu vernachlässigen. Ja, da steht ja keiner. Der rückt mal ein bisschen vor. Ich glaube, sie hat auch eine, also doch nein. Ich dachte gerade, sie hätte nur 8. Oh, Lele ist ja noch da. Ah, ich wusste es. Da war ja was. Das ist schlecht. Aber daran wird das wahrscheinlich überleben. Ich supporte dich. Ja, das war Stella. Astrid. Ja, im Englischen heißt sie Astrid. Frag mich nicht warum. Hm. Nintendo kam einfach mal auf die Idee, sie umzubenennen. Wobei, ich glaube, bei uns wurde sie umbenannt. Ich glaube, im Original heißt sie auch Astrid. Obwohl, so viele Charaktere wurden hier einfach eigentlich nicht umbenannt. Ich glaube, Soren hieß im Original Scenario. Ein Scenario der Große. Wie das klingt. Große? Naja, ja. Er hieß einfach nur Scenario. Ja. Das Große habe ich jetzt dahinter. Aha. Na, Große ist ja nicht wirklich. Aber groß in seiner Leistung. Das stimmt. Und seiner Gehirnkraft. Das stimmt. Gatri ist groß. Und mächtig. Das stimmt. Ich finde das immer so putzig, wenn der Speer sich dann so nicht mehr in der Hand ist und plötzlich ist er wieder da. Ja. Ah, schön, dass du frei zu verlassen ist. Ich habe mir schon Sorgen um Sarah gemacht. Aber das war mit Gastrieben völlig unbegründet. Ja. Der steht jetzt an der Wand. Einige stehen ihren Mann, einige stehen ihre Wand. Ich finde das immer so süß, wie die Katzen tippen. Wo ich den Körperbau sehr schräg. Das sieht wirklich seltsam aus, ne? Ja. So, dann wollen wir hier mal aufräumen. Weil er es kann. So, du blöder Bogenschütze. Weil das finde ich auch immer irgendwie so stumpf, dass fast ein Fire Emblem Teil beiwert schwach gegen Pfeile sind. Hm. Ich meine, die haben ja eigentlich so dicke Schuppen. So, jetzt ist auch mein Lagutsbogen. Den du nicht benutzen kannst. Aber es ist meiner. Das ist die Hauptsache. Volker kann ich schubsen. Ne, Volker, schubst mich. Ich komme nicht ran. Okay. Aber doch nicht so. Voll in den Rücken rein. Solange es nicht mit Dolch in der Hand war. Also, oh, fuck. Das war Reflex. Upsi. Ja, das war der Meteor. Er sieht auch cool aus mit seinem schwarzen Cape. Das ist bestimmt der schwarze Magier. Null. Schwarz. Ob sie auch irgendwo der schwarze Magier mit? Echt, immer sind sie schwarz. Ich habe noch nicht von einem weißen Magier oder von einem weißen Ritter. Oder Gold. Gold sind sie auch hier, ne? Stimmt. Kennst du noch bei Playmobil den goldenen Ritter? Der ja, stimmt. Den hatte ich früher. Ich hatte die Burg vom goldenen Ritter und den goldenen Ritter. Ich hatte auch dieses Zelt vom goldenen Ritter. Das war putzig. Das hatte so eine, ja, es war kein Stoff, das war Stoff so. Filzähnlich war das. Weißt du, das war so, so leichter Plüschstoff. Ich verstehe. So Plastikstoff oder was auch immer. Plastikstoff. Ey, das war doch nicht so richtig. Weißt du, das war damals, als die Pferde noch so klobig waren. Weißt du, die sehen jetzt hier anders aus als früher. Ja, ist lang her, als ich das hatte. Ja. Ich weiß noch, da war ich schon ein bisschen älter und habe ich so einen Reiterhof gekriegt. Das war so ziemlich zum Ende meiner Playmobil-Zeit. Und da sahen die Pferde dann ganz anders aus. Die waren nicht mal mehr mit dem Equipment der anderen Pferde. Weißt du, die hatten ja alle so, keine Ahnung, so
diesen Stoff, den man über die Pferde packt. Ja. Diese Verzierung, so diese Banner und so, da waren die alle nicht mit kompatibel, weil die zu dick waren. Also sie hatten so einen normalen Pferdekopf und die alten Klimobus-Pferde waren immer so zusammengedrückt. Und ich hatte auch die Drachenburg. Nein, warte, meine Schwester hat die Drachenburg, ich hatte die Burgruine, aber mir gehörte der Drache. Weißt du, dann musste, wenn wir gespielt haben, musste sie mich immer fragen, ob ihre Burg den Drachen haben. Ah, und bei den Drachen ist so häufig der Arm rausgefallen und meine Mutter musste ihn dann wieder einkugeln. Also der hatte so ein Kugelgelenk als Arm. Gab's ja später bei, ich weiß gar nicht, war das Lego? Gab ja auch mal diese Mädchenfiguren, die hatten ja auch mal diese komischen Gelenke und so. Ja. Die gab's ja später auch. Da hatten wir so eine Insel, hatte ich dann gehabt. Das war ganz lustig, da hattest du nur so ein Quadrat, wo nur so ein Bogen drin war. Mhm. Wo du dann genau wusstest, in diesem Bogen gehörte noch so ein Zusatzgedöns. Ah, und dann war es echt so, Mama, ich werde das auch haben. Ja. Aber okay, du hast das schon. Aber da gehört noch was dazu. Das Highlight war echt, als meine Schwester sich von ihrem gesparten Geld diese große, es gab ja diese richtig große Ritterburg. Mhm. Die große Ritterburg, die haltet sich dann vom ihren gesparten Geld und die war damals arschteuer. Ich glaube, die hat nur noch mal fast 100 Mark oder so gekostet. Hm. Die war ja richtig teuer und die hat sich dann von ihrem Taschengeld, das sie gespart hatte, geholt. Echt Respekt dafür. Die konnte so geil sparen. Dann haben wir die zusammen aufgebaut. Wir waren nur 2 Stunden daran, weil das Ding so groß war und wir von nichts Ahnung hatten. Das war relativ geil. Wir hatten mal so aus Lego so ein Schiff gemacht. Hatten wir so ein richtig dickes, gefühlte 200 Seiten Buch, wie man das Teil aufbaut. Ja, echt. Dann hatten wir es einmal auseinander, haben die Einleitung verloren und haben es nie wieder hingekriegt, dieses blöde Boot zusammenzukriegen. Oh, das ist ärgerlich. Wir haben auch, früher lief ja immer Star Trek Voyager, ein Ableger von Star Trek, im Fernsehen. Das lief, glaube ich, auf Sat.1 jeden Donnerstag oder so. Immer spät abends. Und da hatten wir hier immer mit Lego nachgebaut. Ich habe immer früher meine Häuser gebaut. Ja, wir hatten so richtig große, graue Platten und da haben sie dann drauf gebaut. Die waren zwar ein bisschen eckig und so, aber es sah auch ein bisschen seltsam aus, aber es hat einen Zweck erfüllt. Also für uns als Kinder hat es gereicht. Also Kinder spielen hier sowieso mit einer total enormen Fantasie. Mhm. Und ich finde, dafür ist Playmobil auch immer ganz gut, so Kinder, um die den Grips anzuregen. Ja, also so, obwohl Lego mich jetzt im Nachhinein so ein bisschen an Minecraft erinnert, von den Blöcken her. Vielleicht hat Minecraft ja daher die Idee dafür. Aber das ist, also ich glaube, das ist das Gleiche, was man einen daran so fasziniert. Weißt du, du musst mit diesen beschränkten deine Fantasie ausnehmen. Weißt du, du kannst nur aus beschränkten Sachen was bauen. Naja, klar, dadurch, ich glaube, so lebt da auch das Spiel davon. Ja. Weißt du, so versuchen es so gut wie möglich zu machen. Ja, und wir hatten Barbies. Ah ja, stimmt. Also es gab ja diese Gelenk-Barbies, die besseren Barbies, wie ich finde. Weißt du, so Gymnastik-Barbie und Galaxy-Barbie. Oh, Galaxy-Barbie. Jetzt immer so ein Fischglas auf dem Kopf. Ey, das war irgendwie so eine Sailor Moon-Verschnitt-Barbie. In so einem, da gab's noch diese anderen beiden Barbie-Tussis. Ah, ja. Also, es gab ja irgendwie drei. Es gab ja hier Barbie, es gab Theresa und ich weiß nicht mehr, wie die dritte heißt. Die hatten wir nie. Wir hatten immer. Das ist bestimmt Becker. Nee, die hieß, glaube ich, irgendwie was mit M. Marina oder so. Ja, Marina hieß sie. Und die war blau. Die war blau? Ja, die eine war gelb, die eine war blau. Ach so. Und wir hatten nur die gelbe und die pinke. Also die Barbie und die Theresa. Hm. Wobei, ich hatte die Barbies sogar zweimal, weil die mir einmal kaputt gegangen ist. Ich glaube, ich habe sie einmal geköpft oder so. Obwohl, sie ist eigentlich so ein bisschen auseinandergefallen, was ich. Also ich kann da nicht mehr wirklich was früher. Ich hatte früher mal so eine Shelly gehabt. Oh, die gab's auch noch. Und die, das war so eine Pipi Shelly. Die hatte sie dann auf der Brust so ein Herz, wenn du drauf gedrückt hast. Da hat die immer gepickt. Oh, das konnte Baby Born aber auch. Kennst du Baby Born? Ja. Die hat mal bei uns in der Grundschule, haben wir mal das Krippenspiel gemacht, weißt du, mit Jesus und den Königen und so. Und da hat Baby Born Jesus gespielt. Da hatten wir dann, weil das war eigentlich richtig geil, unser Krippenspiel. Wir hatten sogar so eine, bei den Stoff ist ja immer so ein Plastikding zwischen. Mhm. Das hatte unser Werklehrer, hatte das so wie so eine Krippe zusammengesägt. Das sah richtig geil aus, auch so bestrichen mit Holz in die Tat. Sah richtig wie eine echte Krippe raus. Ich hatte dann die Baby Born mitgebracht.
Die Jungs haben mir sogar so einen Schniegel reingeklebt, weil die Baby Born ja immer weiblich ist und Jesus ja unbedingt männlich ist. Jungs halt, ne? Ey, die haben mir dann so zusammen so ein Papier genommen, das wurde vorhin angemalt, und dann gerollt, der ist auf dem Rand fertig. Und dann hatte ich noch Stroh von den Kaninchen mitgebracht. Und dann hatten wir unsere Krippe. Sah so professionell aus und hat die ganze Aula eingesaugt. Ja, die ganzen Leute haben mit dem Heu rumgespielt und weil die das so toll fanden. Und das war dann unsere Aula. Aber das Krippenspiel war toll. Ich musste nichts machen. Ich hab's damals gehasst, Aufführung mitzuspielen. Ich saß dann am Rand und konnte mich freuen, dass meine Baby Born die Hauptrolle spielt. Hat Spaß gemacht. Ich hatte früher eine, das war so eine Ich-bin-krank-Baby-Born. Ja. So, das war mein Kriegerschein ausgerichtet. Respekt. Ja, gut, so. Und das war dann immer, wenn so mit Fieber und keine Ahnung, so Quatsch halt. Und dann hat die ja immer so rote Wangen gekriegt, wenn sie Fieber und irgendwann war das Ding kaputt und hatte so einen roten Kopf. Ich hab immer Angst gehabt, dass die explodiert. Wir hatten auch mal so diese Pferde für Barbie. Ja, stimmt. Weißt du, da gab's ja alle möglichen. Und wir hatten so ein Gestüt hatten wir. Hm. Da gab's dann so eine so ein Pferd mit Bahn, das hatte hier so ein Magnet, dass es immer so zum Futter gegangen ist. Ja. Und irgendwann das war so ein weißes Pferd, ne? Ja, so ein cremefarbenes war es, glaube ich. Ja, gut. Und irgendwann war das Klink ausgeleiert am Hals und dann ist das immer im Kopf automatisch nach unten gegangen. Und dann konnte das Ding noch nicht mehr heben. Und wir haben immer draußen auf der Decke gespielt im Garten. Und hat die Sachen dann immer in so einem Blockhaus, eine Blockhütte, wo die Sachen dann immer drin waren im Sommer. Und dann ist meine Schwester die mal runtergegangen und da ist dann mein Lieblingspferd, ist dann das eine Bein abgebrochen. Und dann kam sie zu mir, was ist ein Pferd mit einem Bein weniger? Ich so, ja, ein dreibeiniges Pferd? Fragezeichen. Und so, ja, hat mir das Pferd gesagt, ich hätte sie am liebsten umgebracht. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das ist doch bestimmt so ein schmales Ding gewesen, so ein Stall, wo du sie reinsetzen kannst und dann kannst du es so aufklappen. Ja. Das hatte ich nämlich auch früher gehabt. Das weiß ich noch ganz genau. Und wir hatten Baby Aladdin von Disney Dinosaurier. Okay, ich glaube nicht. Da gab's gerade, das war ein Ei. Ach, das Ding, hast du. Und das ist dann, der hatte dann Batterien drin, dann ist der irgendwann ausgeschüttet, also hatte vorne so eine Schale, die ist noch abgegangen, konnte ihn rausnehmen und dann konnte der, das war so ähnlich wie so ein Furby, also der konnte, sprechen lernen, den musstest du füttern, den musstest du was zu trinken geben, war halt so ein Bemuttermilch-Ding. Aber ich habe letztens bei Otto Tamagotchis gesehen. Die sind jetzt wieder ganz groß und kommen. Aha. Für, ich glaube, 15 Euro oder so. Ich habe mal eins gefunden in der Schule. In der Grundschule war das. Das hat eins von den Buskindern verloren. Also bin ich so zu den Fahrradständern gegangen und auf dem Weg zu den Fahrradständern lag das dann so, weil die Buskinder, die durften immer ein bisschen eher gehen, glaube ich. Die sind dann immer alle so zum Bus gerannt wie die Irren. Mhm. Und haben dann da das arme kleine Tamagotchi liegen gelassen. Das war auch schon tot, als ich es gefunden habe. Oh. Ja, arme kleine Tamagotchi. Und dann habe ich das erstmal dem. Ja, vor allen Dingen, ich war noch echt so ehrlich, ich habe es dem Hausmeister gegeben.